Na Mensch, nachdem wir jetzt schon zwei Videos produziert haben, was ja schon mal geil ist, leider geil. Ich muss aber dazu sagen, im Moment kann ich nicht so viele Videos produzieren, weil, wie gesagt, draußen filmen darf ich nicht. Drinnen passiert jetzt gerade nicht so viel. Wir haben jetzt nicht so viel los. Und ich will mir die Videos nicht aus den Fingern saugen, tatsächlich. Also auch nur machen, wenn sie wirklich, wenn wir wirklich brauchbares Material haben. So, mache ich jetzt hier sozusagen das dritte Video fertig, nämlich. Wir wollten ja die Speichen hier tauschen, die ja defekt sind an diesem Hollandrad. Den Reifen haben wir jetzt runtergezogen, das Rad haben wir ausgebaut. Das seht ihr alles in den letzten Videos, falls es euch interessiert. Jetzt ziehe ich den Zahnkranz hier ab. Um an die Speichen hier ranzukommen, ne, beziehungsweise die Speichen wechseln zu können, muss ich der Zahnkranz hier runter. Wie ziehe ich den ab? Der Zahnkranz ist gesichert mit einem Sprengring, der befindet sich hier vorne. Ich weiß nicht, ob ihr das so richtig seht, aber ihr könnt es euch bestimmt vorstellen. Da gibt es auch diverse Videos schon, die ihr euch angucken könnt bei mir. Das ist eine Dreigangnarbe, Torpedo. Und da ziehe ich jetzt den Sprengring ab. Ganz einfach. Habe ich schon ein paar Mal gemacht im Leben. So. Zu meiner Nut, gehe da mit dem Schraubenzieher rein. Und dann wird er aufgehebelt. Und dann ist gut. Zack, fertig ist der Lack. So, dann haben wir den Sprengring hier runter, inklusive Zahnkranz. Und jetzt kommen wir an die ganzen Speichen ran. Jetzt entnehmen wir die defekten Speichen. Vorher nehmen wir hier das Felgenband runter, wie ich auch gezeigt habe, im letzten Video schon. Einfach runtergehen, aufhebeln, zack, ab ist es. Okay, schauen wir uns mal die Speichen an. Da fiel schon eine raus aus Sympathie. Da ist er. Na, weg ist er. Und tschüss. Eine Speiche. Zweite Speiche. Dritte Speiche. Speiche. Fünfte Speiche. Gut, dass der Draht eine Dame gefahren ist. Dadurch hat es so lange noch gehalten. Die Speichen sind entnommen. Jetzt haben wir schon neue Speichen organisiert und die ziehen wir jetzt gleich ein. Vorher entferne ich noch diese kleinen Kabelbinderchen, die verwendet wurden, um die Speichen erstmal zu fixieren. Was erstmal korrekt ist, wenn man unterwegs ist oder so, damit die nicht rumschlackern, wenn man die Speichen nicht rausdrehen kann, weil sie zu fest gerottet ist oder so. Am besten ist natürlich, man dreht sie vor Ort raus gleich. Und dann gibt es auch, wenn man unterwegs ist auf eine Tour oder so, da gibt es noch so Tricks wie, man hat Draht dabei und zwirbelt den Rind. Oder so, biegt die Speichenenden um, etc. So was gibt es alles noch, kann man auch alles machen. Aber wir sind ja in der Großstadt-Dschungel unterwegs, da ist es nicht ganz so dramatisch. An jeder Ecke existiert ein Fahrradladen mittlerweile. Und jeder kann es besser als der andere, weißt du? Also Rind in der Werkstatt reparieren lassen, fertig, oder Speichen holen und selber machen. Und dann so ein Video gucken hier. Gut, fangen wir mal an. Die Speichen wurden organisiert. So, zu Sare. Speiche 1. Warum haben sie denn nicht die dicken genommen? Weil sie sind ja so dünne. Ey. Moment mal. Ich bin leicht irritiert. Ja, das ist zwar dicke Lippel, aber es sind dünne Speichen. Ach so, Doppeldickend, klar. Ja. Ein Dickend. Naja. Wenigstens etwas. Die sind verstärkt am Ende, die Speichen. Deswegen mag das gehen. Die sind eigentlich ganz gut. Ich hoffe, ihr könnt irgendwas sehen.
Ich ziehe jetzt einfach mal die Speichen ein. So, jetzt gucken wir erstmal, wo hier eine fehlt oder so. Hier zum Beispiel da. Da müssen wir einfach eine nach der anderen feilen. Jetzt einen, zack. Regulär, wird ja außen drüber gehen, aber beim Hollandrad gehen die da immer innen lang, direkt. Weiß nicht warum, aufgrund der Dicke der Speichen oder so. Ich bringe es ungefähr auf die gleiche Vorspannung. Perfekt. Und dann die nächste. Naja, und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht so aufregend, ne? Eigentlich denke ich mal. So, Nummer 2.
Yay. Das war das. Viertelstunde. Na, seht ihr, die Speichen sind drin. Jetzt brauche ich schon den Zahnkranz wieder auf. Ich bin guter Dinge, dass ich das dann im Zentrierständer jetzt kurz reinschmeiße, ein bisschen nachzentriere, dass da keiner weiter reißt. Und dann schauen wir mal. Sprengring. Dann nehme ich irgendwas Stumpfes. Also nicht irgendwie einen spitzen Schraubenzieher oder so. Wenn dann nur einen mit einer sehr breiten Kante. Und schubse den Sprengring so rauf, dass er in der Nut verschwindet und das alles schön fest arretiert ist. Ne? Ist. Jetzt wird das Laufrad eingespannt in den Zentrierständer und dann zentriert und dann ist fertig. Perfekt. Tada. Tada. Schön. Ja, das war schon eine Zentrieren, das ging ganz schnell bei den Dingen hier. War nicht viel zu machen. Das läuft gut und wird jetzt wieder eingebaut. Die Speichen sind drin, zentriert ist es, es funktioniert. Ist schön, es läuft gerade. Also so, es gibt so ein paar kleine Macken hier so in, ne, also man einen Bordstein genommen hat und so weiter. Das kriegt man natürlich mit dem Zentrieren auch nicht raus. Aber es läuft halt gerade links, rechts. Wir haben noch ein paar Ersatzspeichen geholt, ganz wichtig. Wenn er einmal Speichen kauft, dann kauft er gleich ein paar mehr. Ja, dann habt ihr das mal da. Falls dann doch mal noch eine rausfällt, dann ja, wisst ihr Bescheid. Könnt ihr, wenn ihr Glück habt, so, wenn es nur auf der Seite ist oder so, mit ein bisschen Biegen und Brechen, kriegt er vielleicht auch ohne den Ausbau hin.
Ist aber meist nicht möglich. Also nicht bei diesen dicken. Ja, bei den dünnen geht maximal gehen, bei den dünnen Speichen und bei nicht so verbauten Rädern. Aber bei so einem dicken Speichen hier, Doppeldickspeichen und so weiter und Hollandrad mit diesem riesen Kettenkasten, habt ihr keine Chance. Da müsst ihr immer ausbauen. Gut. Fakt ist, im nächsten Video seht ihr, wie ich das Ding wieder hier einbaue. Mantelruf etc. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dann. Ciao, sagt der Tommy.